So, wir sind zurück bei Tales from the Borderlands, Episode 2 immer noch. Und ja, wir machen direkt weiter. Es ist jetzt ein bisschen dunkler, aber ich glaube mit dem Licht, ich habe an der Kameraeinstellung ein bisschen rumgefummelt. Und ich glaube, das mit dem Licht sollte jetzt auch so ganz gut gehen. Okay, wir sind gerade angekommen in Hollow Point, Hollow Creek. Nee, Old Haven. Stimmt, mussten wir uns raussuchen, ob wir nach Hollow Point oder nach Old Haven gehen. Und wir haben gesagt, die Fiona, die hat uns in der Wüste sitzen lassen. Eiskalt, die sind nicht zurückgekommen. Die haben noch nicht mal nach uns geguckt oder die haben uns noch nicht mal eine Nachricht geschickt oder irgendwas oder Hilfe geschickt. Nein, die haben uns einfach in der Wüste zurückgelassen. Und da haben wir gesagt, das ist uns jetzt auch egal, wir fliegen direkt nach Old Haven und versuchen, dieses Gottesprojekt zu finden, das uns vielleicht zum Vault Key führt und scheißen auf Fiona. Genau, so wie die es auch mit uns gemacht hat. Die hat uns sowieso nur hauptsächlich Ärger gebracht bis jetzt und deswegen lassen wir die jetzt zurück. Und wir haben Loaderbot bei uns. Und unseren Bro. Rejection Mode, der Ablehnungsmodus. Ja, ich glaube, das war, weil wir den haben zerstören lassen. Und der ist ja wieder, ich hab schon befürchtet, der ist dann weg. Und ich erinnere mich, dass wir in der Episode 1 bei diesem Gefecht haben wir den nicht weggeschickt, sondern haben die Selbstzerstörung aktiviert, glaube ich, ne? Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wir werden jetzt wieder zusammengebaut hat. Oder ob er sich selbst repariert hat. Aber auf jeden Fall hat er uns das irgendwie ein bisschen übel genommen, habe ich das Gefühl. Und jetzt will er nicht mehr mit uns reden. Aber immerhin hat er uns trotzdem gerettet, von daher ist okay. So, wir haben einen Verteilerkasten. Gucken wir uns doch direkt mal an. Stromverteiler Atlas. Der Zeus Kilowatt. Funktional, immerhin. Bedenkt man, dass Old Haven verlassen ist, ist das Stromnetz überraschend aktiv. Typisches verschwenderisches Gehabe von Atlas. Zugreifen. Ah, here we go. Here we go. To something. Hey, that sounds good, right? Good sound? You keep hacking. I'll go check on Loaderbot. Benutze das Echo-Auge weiter, um mehr Verteilerkästen zu finden. Wie geht das nochmal mit dem Echo-Auge? Cool, ne? Ja. Ja, das könnte einer sein. Da hinten dran ist doch einer, ne? Die Plakatwand müssen wir wegtun. Wahrscheinlich fossile Brennstoffe, die aus Tierbabys gewonnen werden. Sehr charmant. Da müssen wir ein Kabel wohl reconnecten. Neu verbinden. Da müssen wir das. Also, wir haben jetzt irgendwie nicht so viele Anhaltspunkte. Wenn es das Richtige sein könnte, wir stecken es mal in die Mitte. Maybe this? So richtig, oder? Pi.
Ease Off steht auf dem Schild. Ja, dann connecten wir das mal hier rein. Gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Alright, that's two. Sieht schon besser aus. The Loaderbot. Yay. Peace off. Okay, ja, da geht auch was auf jeden Fall, aber hier zeigt auch ein Pfeil hin. Der ist ein bisschen auffällig, das schauen wir uns mal an. Kann ich da hochklettern? Müllcontainer. About all Dahl was good for, am I right? Bum, badum, bum. Wir klettern mal auf den Müllcontainer. Mit den Socken, stimmt, der hat immer noch einen Socken an, oder was? Gebt ihm doch mal seinen Schuh zurück. Den hat er in der Wüste verloren. Really? Oh, my sock? Now it's all... Hier haben wir noch einen Verteilerkasten. Ist schon connected. And there. Aha. Nicht schlecht. Underground hidden doors. Atlas, man. Come on. Let's check this out. Well, well, well. Mr. $10 million. Du? Miss me? Naja. Are you done? Sure, I mean... Are you done? No, because... you see, then what we wanted to do... We just... Yeah, I'm done. So anyway, while they were off blowing it, we ran into some... complications of our own. Ah ja, jetzt kommt wieder Fionas Seite. Dann werden wir vielleicht auch erfahren, warum die uns nicht abgeholt haben in der Wüste. Das war die Szene, als wir getrennt wurden, als wir den Schuh verloren haben. Sure, they'll figure something out. Probably. But, the Badlands are practically a graveyard. Well, they'll be all right. In the heat? With the skags? I'm not so sure. They probably called for help and had someone pick them up. Yeah, probably. Yeah, yeah. Wenigstens die Sascha macht sich Sorgen. We couldn't help them if we wanted to. We're not exactly rolling in cash right now. How are you gonna get him to do it? I mean, I'm assuming it's not exactly a charity. And we definitely cannot get out of here if we don't get this fixed. We'll just play it by ear. Duck and weave. Go with the flow.
Uh-huh. Go with the flow. We'll figure it out. Don't worry. Ja, genau, stay Fiona. Here. Dann improvisier sie mal. Was ist denn hier? Wouldn't have it any other way. Das ist natürlich eine sehr gute Taktik, gleich mal die Tür ein... Ach nee, das ist, war die Autotür. Der hört Hillbilly-Musik. Leaving me out like this. I almost feel sorry for the poor sap. Almost. Geld! Bossa Nova. Good, the races. Good to know. Ah, der ist kein Fan von Rennen. Wer auch immer. Rest in peace, Bossa Nova. Das war der Typ mit dem... Mit dem eingebauten Lautsprecher in der Brust. Rest in Peace hat sie gesagt, ist er gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ugh, does every mechanic have to be gross? Alright, carry the 3 to 5 out of 12. Oh, what the hell, man? I gotta cut down my wrench budget. Oh, oh hey, man, welcome to Scooter's Catch a Ride. What can we do for you today? Scooter liebt Autos, Frauen und Autos. Der Reihenfolge. Sorry if I seem a little distracted. Hopefully handing this place over to the new proprietor today and I gotta get all these numbers and stuff in order. No, it's a lot. I don't know if you know this, but the transition from small business owner to franchise owner is surprisingly difficult. My ride's trashed. Think you could help me out? Aw, crap, man. That girl's not looking too good. At least I'm assuming it wasn't designed with that whole, you know, hole thing in the side there. Can you fix it? Hey, man, that's what the sign says I do, don't it? No, seriously, does it? I can't remember what I put on the new billboard. Point is, I can fix her up for you, yeah? Holy crap! I knew I recognized this rig from somewhere! You were in the latest Bossa Nova death rally! Oh, genau. There, man! Did you see me? I was waving. You were a badass. Oh, yep, got me. Das war ich natürlich. That thing's beat up to hell and back, man. I can fix it, but it's probably gonna run you about 2,500 cold. 2,500? That's a little out of my price range. Not to be implied or nothing, but you must have won a buttload of money from that race, right? Where did it all go? Oh, because my cousin, right? He said that his sister's friend's neighbor's husband won one of them races one time, and the cats kept them fed for weeks. Of course, those days they were mostly, you know, the money. But still, it was weeks. Yeah, someone stole it. Can you believe that? Yes, actually. Yes, I can. Well, tell me this. Ist sie auch die Wahrheit? You think you could ever see yourself racing again? Let me pitch you something, and it might be crazy, but if you keep racing, I would love to endorse you as a sponsor. What do you say? Och ja. It'll be great, maybe like a billboard, a couple of commercials, product placement. You'd be huge. Tell you what, throw in an extra $1,000 and you've got yourself a deal. 1,000? Wow, man, that's kind of a hard bargain, don't you think? Call it a signing bonus. I don't know, man. That kind of thing makes me a little uncomfortable. Okay, vielleicht waren wir jetzt ein bisschen unverschämt. Say it once for me, man, you know? The catchphrase? Catch a ride! You know what? Catch a ride! Don't be shy. I'm your sponsor now. Gotta hear how you do the catchphrase. Go on, do it! If I call catch a ride! Okay. $1,000. It's yours, but you're gonna have to win, like... crap load of races, all right? I'm made of money, man. I'm thinking that we put a big old ad on your van, you know, like maybe a picture of me with, like, catch a ride up above it, you know, all cool, right? I'm looking all badass. You need to put some badass pictures of you with your car and your hat and all that. Hi, Scooter, right?
Was? Gibt gleich zwei Frauen in seinem Laden? I was just gonna, you know, go grab the paperwork, let me take care of that. Okay, bye. Na, das war ja einfacher als gedacht. Alright, man, here's my standard endorsement contract. Don't mind the subclauses about explosions or whatnot. I might have copied it from Torg. Anyway, I figure as long as I'm in there and you're doing it for free, maybe you want to splurge and get some of the special packages. I got some good ones. And don't tell me you're broke, because I know you got that extra $1,000 I just gave you. Okay, dann können wir ja mal gucken. It's a big decision. You go ahead and take your time. A lot of good choices, I know. Real classy ones, too. So. Sometimes I just stand here and stare at them, you know? I know how it is. Selbstdarstellung minus 100%. Das ist das Standardmodell. Hell, man. Take it from hell, man. Der bubbelt und bubbelt. From hell. Reguläres alltägliches Alltagspaket kostet nichts. Dann haben wir für 200 die eiserne Donnerbüchse mit Holzverkleidung. Ja, 8 Trackspiele. Spurgerät. Optional. Filigranes Steinschloss, Klasse plus 100. Andere Updates, optionales Gläschen Burgunder. Ein optionales Gläschen Burgunder, bitte nicht unter Alkoholeinfluss fahren. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Ein sehr wichtiger Hinweis. Merkt euch das, nicht unter Alkoholeinfluss fahren. Goldrauschhammer, kostet 1000, bringt Schnurrbartlänge plus 2%. Nein, danke. Also das sind totale Quatschboni, die es da dafür gibt, ne? Heiß plus 20. Verändern zum Entzünden. Da ist noch eins. Kostet aber sau viel. 1500. Wir haben 1670. Also, das ist doch alles Quatsch. Ich wette, das macht überhaupt keinen Unterschied, was ich da jetzt auswähle. Also, ich weiß nicht, was wollen wir machen? Was wollen wir denn machen? Nein, ich glaube, wir machen. Nein! Actually, I think we'll just take her back to the factory settings. Save the extra cash. Ah, no problem, no problem. We can just stick with the basics. Don't blame me when you're missing that flat dough. Das wollte ich jetzt gar nicht machen. Jetzt habe ich zu früh geklickt, zu schnell geklickt. Jetzt sind wir bei der Werkseinstellung, also beim Standardmodell geblieben. Naja. Ich hätte jetzt noch die Holzverkleidung genommen, oder wer ist das? This doesn't look good. Hey, fellas, what can I do you for? Anna. I just hope that little deal you two struck is enough to get him to look the other way. Scooter won't turn us in. You don't know that. We don't even know what the reward is this time. You just gotta have some faith, Sasha. Though maybe pressing him for that extra cash wasn't the greatest idea. Hey. Hey. Lass den in Ruhe, das ist unser Endorser. How to teach them. Hope you ladies weren't too scared.
Just doing my duty to keep ruffians out of my garage. I'm a real protector type. Just all part of the service when you catch a wreck. Excuse me. Who were those guys? Man, just some wannabe tough guys trying to shake down a local business owner. You know how it is. None. Yeah, they looked pretty dangerous to me. Yeah, they probably could have killed me, but I looked death in the face a lot. Like all the time. Like, hey, Death, how you doing? No big deal. Jetzt baut schon wieder jemand hier. Das ist unglaublich. You got a place to lay low while I'm getting your ride all fixed up? I don't think Felix is too far away. If we're careful, we can make it on foot. Then, let's do it. Felix, das war der alte Mann, der uns verraten hat, unser Ziehvater. Reward upon delivery. Da steht gar keine Belohnung drauf, aber wir sind... Wer war das? Wer war das? Also auf jeden Fall sind wir wanted, von wem und für was auch immer. Das gefällt mir nicht. We shouldn't hang around here too long. Stimme ich zu. Looks like he had company while he was away. Hopefully they didn't find the stash. Come on, look around. We gotta be in and out. Yeah. I got the door. Okay, wir sind bei Felix in der Wohnung. Der alte Mann, unser Ziehvater, der uns auch auf die kriminelle Spur gebracht hat. Der uns dann verraten hat und uns das Geld weggenommen hat. Und dann leider mit dem Geld explodiert ist. Aber was soll man machen? Okay, wir werfen hier mal einen Blick auf die verdächtige Wandverkleidung. Always nice to see an old friend. And safe. Doesn't look like he changed anything. Probably means there's nothing in there. Ah, die Tür ist noch offen für uns. Great, a flashlight. Maybe if we go camping. It's a black light. It's the one Felix used to check our first counterfeit bills. Oh, it looked familiar. It's hard to believe that asshole would be sentimental enough to keep this in his safe. Not unless he meant for us to find it. Schwarzlichtlampe. Selbstgebaute Granate. What's that? A grenade? Yeah, looks like another one of Felix's homemade projects. Well, let's take it. Nein, warte mal, da ist doch noch diese... Da ist doch noch was. Right? Da ist doch noch was. Naja. Dann halt nicht. Dann schauen wir mal hier ins Bücherregal. Felix sure was into science fiction. It's empty. That's strange. The can's wet, but I don't see any paint. Weird. Ja, dann leuchten wir das mal mit dieser Schwarzlichtlampe an. Sasha, look at this. What the hell? What are... It's ultraviolet paint. I guess he wanted to keep all this a secret. Well, he left this for us to find, so...
There's something he wanted us to see. Kalt. There we go. You left something for us to find. Just like him to make a children's game out of something like this. He never could see us as adults. Well, maybe that was the problem. Who is she? I don't know. They look happy, though. Das war er mit einer Frau oder was? Ja, das, ich glaube, es war er, als er jung war. I don't know. They look happy though. Heiß. Okay, dann schauen wir uns mal den Stuhl an. Ah, oh, I see it right there. Awesome. Okay. Ja, Baby. Was machen wir denn da? Sollen wir den... Rücken wir mal den Stuhl weg. Und da ist ein Loch im Boden. Und das machen wir direkt mal auf. If you find another flashlight under there, I'm leaving. Guess that's what we're searching for, huh? Guess so. Eine Munitionskiste. Here we go. Ja, damit. Better double check the contents. In Munitionskisten sind immer gute Sachen drin. Egal welches Spiel, Munitionskiste ist immer gut. Geld. Oh, hello, sexy. You're coming with me. Wie viel waren es? 500, ne? Okay. Dafür, dass er uns 10 Millionen geklaut hat, sind 500... Naja, ich will nicht sagen angemessen, aber es ist ein Anfang. Noch eine selbstgebaute Granate. Na, der baut ja sehr gerne Granaten, scheinbar. Ein Echo-Com. Echo-Com. Was auch immer das ist. What is it? It's an echo comm. Why is there... If you're seeing this, I suppose I'm either dead or worse. My plan worked. I'm sorry. Fiona, Sasha, there's so much I want to tell you, but the less you know, the better. Oh, give me a break. Halfway through the con, I realized we were messing with Valerie's people. I knew that, and I never revealed it to you two. Well, if you're watching this, it won't be long before she's coming after you. Change your names. Change your appearance. Valerie? Take Do you know that you name? Need and go. Valerie. Forget about the life you had, and forget about me. But know that I love you both. With all my heart. Ja, ja. Ey. Schmeiß das nicht einfach weg, vielleicht war da noch was Wichtiges drauf. I was watching that. Were you? Because if you were seeing what I was, you would have done that yourself. And what exactly were you seeing? A liar! Ja, das habe ich auch gesehen. I'm not gonna listen to another second of his bullshit. I can't believe you let him live. To be fair, I did shoot him. I wish I had that chance. I wish you hadn't shot him. Really? I wanted to take him out myself. It was always about the money. The second a big score showed up, he betrayed us. We had it. We had it in our hands, Fiona. $10 million. Yeah. Enough to get off this planet. Enough to buy a new life.
First, we find this vault. Take all the riches it contains, then we'll get off this rock. I promise you, one of these days you'll be looking down on Pandora from space. I'm gonna hold you to that. You always do. You want a sandwich? Might be a while before we eat again. Sure. Okay. Eine Geschenkbox. SF. What's in this? Sascha und Fiona. What is it? It's some sort of an upgrade. Still only holds a single shot, but it looks like it adds an elemental effect to the bullet. Looks like Felix was holding out. Well, at least he got it eventually. Good thing this comes with another shot. I used my last one on Felix. Saschas Box öffnen oder respektvoll sein? Nein, du sollst sie selbst aufmachen. He left you something too. I don't want it. Kann ich das dann haben? So, you're saying I can have it? I don't care what you do with it. I just know I don't want it. I'll just hold on to it for you, in case you change your mind. I won't. So stubborn. You really gonna turn down a dead man's final gift to you? Kroger schnuppert, angeheuert Finch, sprich nicht über seine Haare. Right. You should be ashamed of yourself. Hands up, both of them. What you making? Schöne Haare. Sandwich. Why you got a pan going for a sandwich? Who are you? He's Finch, I'm Kroger. Was wollt ihr? Seid ihr Kopfgeldjäger oder was? Okay, Sascha. Da liegt die. You heard me going off. You see me looking at you. Make him shoot through that nice floor. And for what? For nothing. You two got every bounty hunter in Pandora looking for you, and you're making a sandwich? Tyro. Ja, man muss sie auch mal essen. Zwischendurch, oder? Ooh, she's fast. Please, you embarrass yourself. Go on. Fiona, shoot him! Dude, you're pointing that at a dude who has people shoot him in the chest for fun. Entzündliche Patrone. Elektroschock oder ätzende Patrone? Machen wir mal Elektroschock. Hm? Elektroschock. You alright, man? Oh yeah, real good. You don't have to be a tough guy about it. It's cool. Hey, man. Go! Jetzt gehen wir mal raus hier. Wer bist du denn? Athena, knallharte Auftragsmörderin. Hast Atlas. Ich auch. Take a walk. I thought
You retired. You heard it wrong. Okay, wir haben Probleme. Wir haben ein Problem. Oder drei, besser gesagt. Ja, die Athena, die sieht... Mach die Patrone nicht leer. Lauf! Sasha, that's enough. Let's go. Fiona, no, wait. Oh. Okay, die ist badass. Dann nehmen wir uns lieber in acht. Keine Ahnung, hier rein. Where are you going? Don't worry, I'll catch up with you. What in the hell? Ach, die Stadt hilft dir ja schon wieder. Bleib in Bewegung. Jawohl. Und wir... Ey, ey, mach keine Scheiße. Ah! Q. Okay, we made this. Hey, let's go! Jump on! It's my story. Shut up. Is she still back there? Can't see her. Are you sure? Maybe she's on the rooftop. She must have... No! Look out! Sasha! Look out! Ah, Mensch. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Fiona, the grenades. The ones that Felix Aber coole Augen hast du. Now, what if there's no time? I'll distract her. Okay, Granate ist gut. Die selbstgebaute Granate. Felix hat bestimmt was. Was war das? Tolle Granate. War das nur eine Blendgranate oder was? Is that our caravan? The guy works best. Get away from there! Shit! Schlagen, öffnen, öffnen. Come on, help me! You've been starting Red Rock. Why the heck are y'all running around rolling on the dirt floor? We gotta move. What's the rush? Yeah, you guys are acting real weird. Look, there's a bounty hunter out there tracking us. Bounty hunter? What? Are you sure? Yes. Where are the keys? Hurry! All right. Don't have a heart attack. She's right there. Mach mal ein bisschen schneller. Und wer ist das Auto überhaupt? Hey, hon. Wow. That is one slow door. Springs. Skater, this is my girlfriend, Athena. Oh, I know Athena. What's up, girl? Y'all kiss like that a lot? You guys settle on anything? She's a perfect gal for the job, for sure. Don't play dumb. She was trying to kill us. Yes, she was. Excuse me? Wait. Are you saying Athena's the one that was chasing you? Hmm? What? No, this is just a misunderstanding. Athena made a promise to me that she was done with all that, so she couldn't be doing what you say that she's doing. That's right. Was? Our relationship is more important to me than some stupid job. That's what I'm saying.
We have to lay low. There are people after us. What are you asking me right now? Yes, she was running after us. Athena? Oh, that. No, I was actually just hurrying here to meet you. They must have thought I was chasing them because we were coming to the same place. Ja, klar. Yeah, as I was running, I thought, huh, they're taking every turn I'm taking. Really? Mm. Yep. It was so funny. When all I was trying to do was ja, to see you. Falsch. Oh, well, I'm so sorry. Don't worry about it. I must have misinterpreted the whole thing. How funny. So funny. Okay, also anscheinend. What are we laughing at? Because we're laughing because we're right. Well, I suppose we should get going. Ja, das schlage ich auch vor. Komm, hör uns ab. Stay safe out there. Pandora feels a lot smaller when you've got people looking for you. You know, her shield's just sitting over there. Komm, den krallen wir uns. I mean, if she's not a bounty hunter, what does she need it for? It's probably best not to piss her off. No, you're no fun. Be sure to stop up at any of my catch a rides if you need anything. I got them popping up all over Pandora. Okay, also die Kopfgeldjägerin wollte anscheinend nicht, dass ihre Freundin erfährt, dass sie hinter uns her ist. Warum auch immer. Auf jeden Fall Thema erledigt. Das ist die Hauptsache. War schon eine komische Situation jetzt, aber... Aber wir haben es geschafft, immerhin. Well, I'm guessing that's our Gordas building. Yeah, I'm thinking that the signs would point to yes. Whoa. Aha, jetzt sind die beiden auch in Old Haven angekommen. This happened pretty recently. Within the last hour, I'd say. Woher willst du das jetzt wissen? I think the Geist did this? It'd be pretty impressive if they did. Look at these scorch marks. Must have been grenades or some type of control explosion. The loader bot of theirs might have hardware badass enough to do this. Yeah, but why didn't they wait for us? A fair question. Ja, weil ihr uns auch... Ihr habt auch nicht auf uns gewartet. Na ja, gut, die Karre war kaputt. These guys are serious badasses. This is Athena's handiwork. Starting to think we might have just gotten lucky with her back there. You do what we tell you to do, or you die. Simple as that. Well, yeah, but it seems like you're gonna kill us anyway. Shut up, smartass. Oh, that's not good. What are we gonna do? We're all gonna be nice and cooperative, aren't we? Not cause any problems, right? Okay, we... Sneak over to that position there to get a better angle of attack, then... Well, who do we have here? Reese and Vaughn's new little playmates, right? I think one of you owes me a key. Hey, August! Look who finally showed up for the party! Das war ja ein tolles Anschleichen. Oh, crap. Vasquez? Vaughn? Reese? Didn't think you'd given me the slip now, did you? You didn't think I'd have August handling all my dirty work, did you? There are some things a man just doesn't sell. How the hell do you keep showing up? We've escaped you like a gajillion times now. Reese. Only the fool thinks that he escapes his shadow in darkness. What? Loaderbot! Arm weapons or something! I'm helping! Now, load a bot! Come on, guys. You didn't think I'd come all the way down here before grabbing a universal remote, did you? What?
The Gordis Project. The two halves of the core, everything leading to a vault. We got it all. Checkmate, amigos. I am Shame. Oh. I am Shame. Loaderbot. What'd you think? Verdammte Universalfernbedienung. For something from my toy box, no strings attached? You never could follow through. That's your problem. And that's why I beat you every time. Oh, your payback's coming, asshole. I don't know how, I don't know when, but you're gonna make a mistake, and when you do, I'll be there. Sure, sure, I'll, bring flowers. Yeah, you'll bring flowers? What? What? To your grave, because you'll be dead. Oh, you guys cannot believe the dream I just had. Holy crap. Wait, what the hell is this? Didn't I just do this with this guy? Kiddo, I admire your consistency, but, God. Oh, and who is this princess? Wait, they... Son of a... Shock other people. Oh, yes, I knew about that. Don't touch the cores, August. Thanks for the heads up. Jackass. They're gonna have to do it for us. You'll cooperate, right? Because I figure if you don't, well, I can think of all sorts of things to do to your little friends. It'll make digging your own graves look like a day at the beach. We don't even know how these cores work. Yeah! We barely even know what this gorgeous thing is! Fair. I vote we figure it out all together. Two hallways, two halves. I'll, take my soon-to-be-dead janitor here. You take Miss Fancy Hat down the other one. Boys, you keep an eye on these two. Especially this one. Don't believe a thing she says. Oh, how sweet. Ja, stimmt, die waren ja mal so scheinbar zusammen. Get your hands off me! Either of those two move, you shoot them where they stand. Reese, I'll admit it, you and Vaughn have impressed me, and that sort of thing doesn't happen often. I'm surprised you've made it this far. Oh, yeah, Hugo Vasquez, there's something I remember about this guy. What the hell really? Is it? Really? It's unbelievable. You must have had some sort of help. Couple of death jockeys like you. I'd say it was 50-50 it survived the landing. Much less get as far as you have. I got help from Handsome Jack. Oh, so we're telling everyone now, is that what we're doing? Ah. Yeah, get him. I totally get what you're saying there. I too have found Handsome Jack to be an eternal well of inspiration. I mean, you might think of me as a self-made man, and for the most part, you'd be right. But there was this time when I looked up and admired one man in particular. The most impressive person I've ever known. He's gonna say me. Handsome Jack. You idiots always say me. Still can't figure out who he is, though. We had this special rapport. He would do this thing where he would punch me in the face whenever he'd see me. It didn't matter if he was busy. He always made time for me. No, still nothing. I punched my mom, for Christ's sake. Just boom, right in the kisser. I was drinking from a mug when he got me one time. Sounds like a great man. He was. He was. I miss our time together. Ah, this drives me crazy. It's right there. It's on its own. But through me, his legacy carries on. Ow! Why are you doing this? What do you mean? What do you get out of it? I mean, is it about the money? Revenge? This is all about damage control at this point. We cut my boss, Valerie, out of the first deal. Hmm. Obviously, that was a bad idea for a lot of reasons.
the fact that the vault key was bullshit being first and foremost. Well, Valerie found out about it, so now we've got to convince her that whatever comes out of this room is worth more than the $10 million deal we tried to slip under her nose. Then, hopefully, she doesn't kill us all. Klingt nach einem Scheißplan. Did she ever talk about me? What? Sasha, did she ever talk about me? You guys are sisters. I figure you talk every now and again. Just curious if she ever mentioned me. She thinks you're dangerous. Yeah, well, I am. So that's fine. Maybe that's something she likes about me. It's not. You killed a guy right in front of us. Don't you remember? Oh, right. Yeah, that was rash. You think? But listen, that guy? He was a bad guy. He's ripping my family off for years. Just stacking lies on top of lies until he couldn't remember what the truth was. And he had plenty of outs. He chose not to use them. Look, I just want you to know, as far as you and I are concerned, there's no hard feelings. That is so generous of you. I'll think about that when you shoot me in the back. Come on, don't be like that. You're the one that hustled me, remember? And that, you see, is what I was trying to provide for you. Some guidance, some mentorship, a father figure. I was trying to help you. The janitor gig, it was to test your mettle, your resolve. And I gotta say, you reacted with some balls, kid. Some big old balls. You see, Reese, I started at the bottom, and I worked my way up. I used to be in the mailroom. Whoa, wait a minute. Wallet head! That's where Jack found him. He used to be bald and he was going through these hair implants and I would stick money to his head. It was it was hilarious. But it was a long time ago. Ask him about it. He'll tell you. Ask him about it. Go on, seriously. But that's a pretty big difference. Hey, come on. I'm handing you comedy gold here. What, are you going to ignore this? You know what I've always found so impressive about you? It's that hair of yours. I mean, so natural, so realistic. Those implants are just the best. Implants? I was trying to be nice to you. Let's get this over with. Da lacht er sich kaputt. Now when I take your corpse back to Helios, I'm gonna make sure they save me your hair before they start experimenting on you. It's always nice to have options. Es sind doch Einblatte. Was ist der jetzt so sauer darüber? Das ist ja ein interessanter Ort, muss ich schon sagen. Okay. Eine. Krass, was ein Teil. Okay, dann. Let's try it. No! Hey! I just need some reassurances. That it was just about the money and nothing else. Relationships have to be built on trust. I don't know if I can take Sasha back without it. How do you even start a conversation like that? At this point, I assume she's just embarrassed. You two should just talk. Clear the air, see where it gets you. Yeah, we should do that. Well, here we are. Ich will jetzt nicht überreizen. Immerhin hat die Knarre in der Hand. Go on. Stalling won't do you any good. Stalling? I don't know if you've got the impression that I'm the kind of guy who likes being dicked around, but I'm really not. Ach, August. This is starting to get aggravating. Congratulations. Ich mach ja schon. Oh
Okay. Hey, what is this? No. Na. So. Ob das jetzt ein Vorteil oder also der Nachteil, kann ich noch nicht sagen. Wow. Ich glaube, wir sind hier auf was Großes gestoßen, Leute. Chat? I can't imagine he's too happy with you guys. At least that's the vibe I was getting. We're working a few things out. That's good. It's important to clear the air with your captors. Gortis unit ready for assembly. We got it! Jetzt ist der Bro noch. Ah, und Sascha ist auch da. Ja, das ist schlecht. Okay. Well, I guess that's our cue. Mhm. Schieben. Und hau rück! Das kriegen wir doch hin. Keep pushing! Ja. What exactly do you think I'm doing? Genau. Kuh. Oh, komm. Oh, das ist schwerer. Come on! Schneller. Oh. Ach komm, das Stückchen, das kriegst du doch wohl noch hin. Und. Ja. Das war ein hartes Stück Arbeit. The hell is that? That is a metal ball. How's this gonna get us into a vault? I don't know. Vielleicht ist es ein Kammerschlüssel. Some sort of vault key. It doesn't look like any vault key I've seen. Oh please, the only vault key you've seen was the fake one you tried to sell me. This is true. Ja, und so sieht ein echter aus. Könnte ja sein, oder? Zumindest sieht der viel echter aus wie die letzte. Just grab the thing and let's go. Ja, sollen wir das Ding echt anfassen? Ich weiß es ja nicht. Nein! What are you doing? What the? Nein! Warning. Gortis device compromised. Was? Murder one, idiot. It's fine. Ja, alles in Ordnung. Er ist in Sicherheit. Not like that one day. No problem. Everything is okay. Everything is fine. Sich so aufbaut im Hintergrund. Das ist schon wieder episch. Hey! Lass Sascha in Ruhe. Ah, okay, wir stecken, glaube ich, in Schwierigkeiten. Jetzt definitiv. Trust me. Vertrau mir? Was machst du? Was tust du? Back off! Die Granate? Reese, you gotta let me into your subsystems, man. I can hack into these drones and I can almost guarantee no one dies. And listen,
unless you want him to. Probably. Let me in. Almost guarantee. Vaughn! It's under control, Reese. Trust me. What? No, no. Oh, nee, Alter. Fiona Vertrauen, Granate, Jack Vertrauen, Subsysteme hacken. I'll do it. Ey, Granate ist scheiße. Okay, what? Are you talking to me? Yes, yeah. I'm talking to you. Do whatever it is you have to do. How are you doing that? I'm not. Really. Hail to the king, baby! Ja, das klappt doch ganz gut. Und das war's für heute. Das nächste Mal bei Tales from the Borderlands. Schauen wir uns den Vorspann nochmal an. First Big Heist. Tolles Familienfoto vom ersten großen Heist. Also ist der Felix scheinbar doch noch am Leben, oder wer war das? Jetzt gar nicht. Ich war gerade einen kurzen Moment, war ich abgelenkt gewesen, weil ich mir, wisst ihr warum? Weil ich mir Gedanken gemacht habe, ob man das Wort heißt, wirklich heißt ausspricht. Oder irgendwie anders. Heist oder haste. Ist ja ein englisches Wort. Steht übrigens für so eine Art Überfall, ein großer Bankraub oder sowas, ja. Also ein Raub der großen Dimension, das ist ein Heist. Und ich habe gerade überlegt, wie man das ausspricht. Haste. Egal. Ja, das war's für heute. Das war die Episode 2. Wir schauen uns hier mal schnell an, was waren wir denn hier. Du und 75,5% der Spieler haben Sascha gebeten, Reese zu helfen. Was war das? Ach, das war im Auto ganz am Anfang. Okay. Immerhin. Du und nur 14,5% der Spieler haben sich gegen eine Anpassung entschieden. Ja, das war nur, weil ich mich verklickt habe. Wahrscheinlich haben sich 14% auch verklickt und 0,5% hat sich wirklich dafür entschieden, keine Anpassung vorzunehmen. Du und 81% der Spieler haben keinen Blick in Saschas Geschenk geworfen. Hey, respektvolle Community, oder? Ich hätte eigentlich gerechnet, dass sich das mehr Leute unter den Nagel greifen wollen. Du und 31% der Spieler haben Finch mit einer Elektroschockpatrone angeschossen. Okay, also ging es wahrscheinlich auch irgendwie anders. Also wäre vielleicht auch jede Patrone gut gewesen, ich weiß nicht. Du und 78,4% der Spieler haben von Handsome Jack erzählt. Hat er uns trotzdem... Ja, ich weiß nicht, ob er uns jetzt verrückt hält oder sich selbst für verrückt hält. Du und 38,3% der Spieler haben sich dafür entschieden, nach Old Haven zu gehen. Old Haven. Nicht so viele. Also, ja, es sind fast 40%. Also mehr sind der Fiona nachgelaufen. Aber auch nicht ganz wenige haben sich so entschieden wie wir. Du und 88,4% der Spieler haben Fawns Bro-Fist erwidert. Ja, klar. Bro. Du und 41% der Spieler haben Jack vertraut. Ja, da war die Mehrheit ein bisschen auf, haben der Fiona vertraut. Es heißt nicht, dass ich Jack vertraue, ja. Grundsätzlich, auch wenn die Fiona uns jetzt eigentlich immer nur in die Scheiße geritten hat, glaube ich schon, dass die ganz okay ist. Ja? Also ich glaube, ich würde gefühlsmäßig mehr ihr vertrauen als dem Handsome Jack. Aber in dem Moment,
da kam mir die Granate wirklich als nicht gutes Mittel vor in dieser Situation. Ja, also wir waren ja umstellt von Wachrobotern und die anderen und außerhalb und auf der anderen Seite der Glasscheibe war auch reinstes Chaos. Und ich glaube, da eine Granate reinzuschmeißen, das klang mir nicht nach einem guten Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Plan von Handsome Jack, über diese Subsysteme sich einzuhacken und damit die Drohnen zu kontrollieren, zumal er fast garantieren konnte, dass dabei keiner ums Leben kommt. Naja, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall erschien mir das als der weitaus bessere Plan. Und deswegen habe ich dieses Mal zu Handsome Jack tendiert. Und es sah bis jetzt noch keine ganz schlimmen Lösungen. Also es sah nicht ganz falsch aus bis jetzt. Ja? So wie es ausgeblendet hat, wir haben ja die Drohnen unter Kontrolle gehabt. Es sah nicht ganz schlecht aus. Ne? Also vielleicht haben wir da was Gutes, haben wir uns da gut entschieden. Okay. Und die Musik. Es ist ein super. Dieses Spiel hat so super Musik. Ist mir im ersten Teil schon aufgefallen. Und da haben wir den Abspann. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, klinge ich mich auch aus. Ich habe jetzt die ganze Folge in einem Rutsch durchgespielt. War auch nicht so lang gewesen. Für eine Telltale-Folge war es relativ. Ja, war so mittelmäßig, glaube ich, ne? So um die 2 Stunden sind wir jetzt. Ja, um die 2 Stunden Spielzeit. Ist für eine Episode ganz okay. Ja, ich bin echt super froh, wieder nach Tales from the Borderlands zurückgekommen zu sein. Und es geht jetzt auch schneller weiter. Also ich lasse euch nicht wieder monatelang warten. Ich nehme mir das wirklich jetzt fest vor. Ich verspreche es euch hiermit. Wenn ich es verspreche, dann habe ich auch selbst ein bisschen Druck, das zu machen. Normalerweise, ich lasse mich da nicht so stressen. Ja, ich nehme was auf, wenn ich Bock habe. Wenn ich gerade keinen Bock oder keine Zeit habe, dann nehme ich eben nichts drauf. Ich nehme das nicht so. Ja, ich nehme es da nicht so genau. Aber auf Tales von Borderlands habe ich jetzt richtig Bock wieder gekriegt durch diese Episode und ich werde die nächste Folge, ich könnte sie gerade jetzt fast schon gleich reinschmeißen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Also ich werde die Episode 3 recht flott aufnehmen. Dann wartet dann noch die 4. Episode von Back to the Future. Ich meine, wir sind jetzt bei der 4, ne? Letztes habe ich ja aufgenommen, wo ich krank war. Das war heute wieder besser. Deswegen haben wir auch wieder eine Facecam. Ich hoffe, dass mit dem Licht hat einigermaßen funktioniert. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt erst zurück in die Zukunft wieder mache oder gleich mit Tales von the Borderlands weitermache. Ich habe ja auch 2 Folgen, 2 Episoden zurück in die Zukunft Cuts hintereinander gemacht. Momentan habe ich ein bisschen mehr Bock auf Tales from the Borderlands. Aber okay, das wird sich in den nächsten Tagen weisen. Vielleicht mache ich jetzt zwischen den Jahren auch noch eine Folge. Werden wir sehen. Alles klar. Der Nachspann ist vorüber. Maximiere dein Tales from the Borderlands Erlebnis. Nee, habe ich. Wollen wir nicht. Okay, Leute. Und damit sage ich, frohes neues Jahr, falls wir uns nicht mehr sehen und hören. Bis ich die nächste Folge uploade, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr werden. Okay, es ist ja super. Dann sage ich euch hiermit, frohes neues Jahr, kommt gut in 2017, habt einen guten Rutsch, macht euch nicht so viele gute Vorsätze oder macht euch schlechte Vorsätze. Ich glaube, die hält man genauso wenig als die guten Vorsätze. In jedem Fall feiert gut. Ich hoffe, ihr habt einen Riesenspaß am Silvester. Und ich werde mal schauen, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen feiern gehen. Und dann sehen wir uns frisch und munter wieder im Jahr 2017. Alles klar. Bye, bye.